Bună ziua, hier aus Soest. Eine Stadt, die häufig als schönste Stadt in NRW gezählt wird. Ihr seht hier die evangelische Kirche Maria in den Wiesen. Herausragend, zum Beispiel das westfälische Glasbild, eine Full-Hallenkirche-Gotik. Und ja, das ist St. Patrocli, der Dom, das Herz der Stadt. Auch hier die einzige katholische Kirche in der Innenstadt eigentlich. Und ihr seht, Soest hält sich fit mit diesen diversen Geräten hier an einem kleinen Weiher. Das ist der große Teich in Soest. Eine hervorkommende, eine vorzügliche Stadt, muss ich sagen. Das Wetter ist nicht so gut, wie ihr sehen könnt, aber das macht mir nichts aus. Die Stadt ist voller Fachwerk und wo sie sich hier befindet, falls jemand nicht weiß, das ist jetzt hier so die Ecke Hamm, Paderborn, in diese Richtung schon. Also Übergang ins Münsterland, das ist hier die Soester Börde, falls euch das was sagt. Also das ist der Osten schon von NRW, aber nicht der äußerste Osten. Toller Weiher, toller Park, tolle Kirchen, tolle Profanbauten. Also diese Stadt hat definitiv was zu bieten und hier seht ihr Soest nochmal in einer schönen goldenen glänzenden Schrift und ihr seht diese ganzen Fachwerkhäuser aus allen diversen Epochen auf diesem Platz, das Rathaus von hinten gesehen. Es ist grandios, es ist eine grandiose Stadt und hier St. Patrocli. Es ist romanisch, es ist einfach perfekt, es ist eine grandiose Romanik, die in St. Patrocli zu sehen ist. Das barocke Rathaus hier auf dem Rathausplatz, ihr seht die Symmetrie und die Farben. So, Soest gilt oft als die schönste Stadt in Nordrhein-Westfalen. Zusammen so mit Monschau, Bad Münstereifel, das ist so diese Liste. Und ich muss sagen, Soest ist definitiv eine der krassesten Städte, die ich hier je gesehen habe. Hier nochmal ganz schön ein Blick auf St. Petri, eine tolle Kirche, wirklich grandios, dieser Barockturm, grandios. Tolle Fachwerkhäuser. Es ist ganz was anderes als zum Beispiel Dortmund oder die Ruhrgebietstädte, die ja nur in unmittelbarer Nähe hier sind. Das ist der Marktplatz. Was soll ich noch sagen? Komm, guckt euch das doch nur mal an, diese Giebel, dieses Fachwerk. Also so ist meiner Meinung nach Top 3 der schönsten Städte in Nordrhein-Westfalen, was Architektur und so angeht, in der Innenstadt. Ciao.